aus, mein neues Lieblingskind, wie gesagt. Swampland. Cool, ich habe ein Achievement Headshot. Töte einen anderen Spieler durch einen Kopfschuss. Ist das, was ihr letzte Folge gesehen habt? Ich nehme hier gerade exakt im Anschluss auf. So. Sekunden. Wichtigste, da unten ist direkt eine Kiste. Pfeile umsortieren. Ich habe nämlich mal als Bogenschütze aus Versehen meine gesamten Pfeile einfach beim Kistenöffnen weggeworfen. Das ist nicht so schön. Das hier ist auch das, Endergames werden auch sehr häufig bei Minecraft Minigames laufen, weil es momentan einfach mein liebstes Minigame ist. Und das eigentlich so der Auslöser ist nach dem, was ich gerade aufnehme, wonach ich gerade Lust habe. Das war sehr gutes Deutsch. Und ich hoffe, dass das jetzt mal eine gute Runde wird. War nicht gut, sich am Anfang so viel Schaden selbst zu tun. Ich brauche dringend neue Pfeile. Warum können sich diese scheiß Spieler wechseln? So beschissen. Hätte den anderen schon töten können. Hätte dann ihm sein Zeug gehabt, aber nein. Stattdessen wechseln die. Einfach nichts gerade. Bis gleich auf dem nächsten Server. Ich mache hier einen kurzen. Na dann, bis gleich. Hier geht's auch schon weiter.
einfach nur du. So. Da geht's los. Und ich möchte hier ein neues geplantes Projekt ankündigen. Let's Play Minecraft Evolution. Ich werde jede Woche am Wochenende so was um die Stunde ein bisschen mehr aufnehmen. Und so über die Woche so ein paar Stunden Videomaterial bringen. Und jede Woche dann um eine Version updaten. Allerersten Version an und werde mich dann hochbauen. Ich werde eben immer von Woche zu Woche neue Materialien bekommen, mit denen ich arbeiten kann, aber auch neue Probleme. Warum gucke ich eigentlich noch in die Kiste rein? Die hat der Typ doch gerade gelootet. So. Hier sind viel zu viele Leute. Und ich befürchte, ich krieg grad Schluck auf. Ist natürlich perfekt für ein Let's Play. Sowas macht natürlich jeder professionelle Let's Player auch so. Extra so drauf vorbereiten. So, ich nehme jetzt auf, ich muss einen Schluck aufbekommen. Komm schon. Pfeile. XP, Diamant. Feuerzeug. So. Bogen, Power 1, TNT, Switcher. So, das ist ein Schüler. Bomber. Naja, wenn es kein Bomber gewesen wäre, wäre es glaube ich eine recht gute Runde gewesen. Gucken wir mal kurz zu. Nicht überlebt. Und naja, dann nächste Runde. Damit ihr es wisst, bei dem Minecraft Evolution gucken, also ich werde nicht ganz am Anfang anfangen, ab dem ersten Mal das Projekt eben gut weiter spielen kann. So. Ach ja, ich kann den Kit wählen. Das wäre natürlich ganz dumm gewesen dann gleich. Dann werde ich auch mal Forest springen. Ich hab's geschafft, zum ersten Mal im Let's Play. Also, ja, privat schaffe ich das normalerweise jedes zweite Mal. Aber im Let's Play natürlich nicht. Tipp 5. Ein Geheimtipp. Wenn du Schuhe trägst und dabei nichts bekommst, du maximal 5 Herzen zum Fallschaden. Also kaufte dir am besten zuerst ein paar Schuhe im Spiel. Aha. Ich sollte mir die Tipps mal durchlesen. Das wäre vielleicht interessant, was da so steht. Ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht machen. Aber naja. Aber interessant ist, dass man dann anscheinend beim Sneaken weniger Fallschaden bekommt. Das sollte ich mir mal merken. So.
wollte ich hin? Ja, die, für alle, die sich fragen, warum ich mir aus meinem Eisen keine Rüstung craften. Ich mache das normalerweise, je nachdem wie es läuft. Okay. Ein Huhn. Bitte sagt mir, dass ich noch genug Zeit habe. Hör auf Scheiße zu bauen. Ich muss das schaffen. Warum bin ich so behindert? Ich habe noch 15 Sekunden. Scheiße gespielt. Warum spiele ich so scheiße? Warum zur Hölle? Naja. Dann. Nächstes Spiel. Noch mehr Dummheit. Vielleicht diesmal auch annehmbar. So. Ich mich hier kurz mal durch. Freischalten. Ja, nee. Okay, das ist einfach mal eine kurze Spielerklärung. Dann gehen wir mal hier die Tipps durch. Ingame wirst du mit anderen getauscht. Nach jedem Tausch bist du für eine 30 Sekunden nicht TP-Phase. Nutze den Tausch, hast du eine 30 Sekunden nicht TP-Phase. Nutze den Positionstausch und entwickle clevere Fallen. Die cleveren Fallen so scheiße. Tipp 2, wenn die Startplattform explodiert, werden Obsidianblöcke auf den Boden geschleudert. Wenn du auf diesen klickst, bekommst du kurz Speed. Gut, das wissen wir auch alle. Das sind nicht wirklich Tipps bisher. Sie sind da eine Eisen, lernen sie zu nutzen und setze sie im Kampfflug ein. Auch lohnt es sich, das Kit nach dem Biom zu wählen. Ich will normalerweise mal das Biom nach dem Kit. Vor allem von der Anzahl, die man Starter-Kits hat, ist es nicht so schlau, weil ich probiere es einfach mal nächste Runde. Mal zu gucken, dass ich das Kit nach dem Biom wähle. Wie schlecht waren die bitte, dass ich den hab das Zeug abziehen können. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Ich bin selbst so schlecht. Aber ich habe wirklich ewig gebraucht. So. Ich glaube, nächstes Mal probiere ich. Nächste Folge wird eine Kette-Runde. Das wird dann wahrscheinlich auch recht lustig. Ich hoffe, ihr versteht mich gut mit meinem neuen Mikrofon. Wie gesagt, von Auna. Hier ist schon die Wand. Der ist 25 Blöcke weg. Okay, das geht ja. 15. 14. The fuck? 5, 4, 3, 2. Warum schieße ich so
Bomber. Ich hasse Bomber. Nächste Runde. So, das wird dann mal auf die Uhr gucken. Boah, ein paar Runden gehen noch. Vielleicht wären es ja nicht so viele, wenn es mal gute Runden wären. Aber naja. Mal gucken. Ich glaube, einen Tipp haben wir noch nicht gelesen. Da die Archer einen Kopftreffer sofort töten, solltest du dir zuerst einen Helm craften. Dann kannst du nicht mehr geheadshottet werden. Okay. Da. Solltest du dir zuerst einen Helm craften. Warte. So, 3 Sekunden, das geht. Durchatmen, konzentrieren und runterfallen. Einfach nur nochmal darauf hinzuweisen, da steht, wegen Fallschaden sollst du jetzt erst Schuhe craften. Okay, das heißt, ihr sollt am besten warten, bis ich mir beides craften kann und dann auf einmal wachen oder was. So. Scheiße, ich habe gezählt und da vergessen zu mitzulaufen. Ah, egal, ich bin unten. Wenn ich jetzt nicht Arschspielpech habe, kann ich dafür hier die Kisten looten. Wie die hier. Yay. Ultimate equipped. Ich habe einen Eisenbarren. Ich bin unbesiegbar. Und kann nicht mehr richtig sprechen. So. Hier ist schon die Wand. Zurück in die Richtung. Damit ich den headshotten kann. Hoffentlich ist das jetzt nicht irgend so ein Arschloch mit einer Rüstung. Okay, den kann ich mir schnappen, sobald es losgeht. 15, 14, 10, 10, 9, 8, 7. Okay, der hat auch ein Schwert. Dann habe ich mir den. Perfekt. Wie weit noch? Okay. Equippen. Luft holen. So, in der Pearls hierher. Pfeile 5 dahin, damit ich das nicht hab.
Und jetzt zuerst mal drei. Gemütlich regenerieren. Zur Hölle. Was hab ich für ein scheiß Glück? Okay, ich habe nur Kinderperls. Was habe ich? Lava-Eimer kann ich gebrauchen. Pfeile dahin. XP. Okay, jetzt brauche ich nur das ist eine extrem gute Runde. Da hinten ist einer, den schnappe ich mir. Warum schieße ich so scheiße? Crafting Table. Hose. Essen. Entfernung checken. Wert rausbacken, damit ich nur verrüstet bin. Alles enchanten. Sharpness und Power. Restliche Entfernung checken. Entfernung checken. Wo läuft ihr denn hin? So. Okay, sind nur noch drei übrig. Wenn ich jetzt mein Equip noch etwas verbessere, könnte das tatsächlich eine gute Runde werden. Noch 30 Sekunden. Ich habe noch um in die Kiste zu gucken, bevor ich getauscht werde. Wenn die Kiste nicht verschwindet. Wir sind immer noch zu dritt, dann kann ich jetzt wieder generieren. Die falten sich. Das ist nicht schlecht.
der kommt aus dieser Richtung. Okay. Bäm, ich hab gewonnen. Buja, gewonnen, gewonnen. Dann mal kurz auf die Uhr gucken. Dann beende ich damit mal diese Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Nonator LP. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe die letzte Runde gewonnen, endlich. Ich würde mich sehr über Kommentare ähnliches fühlen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich bitte. Bis zum nächsten Mal. Euer Nonator LP. Ciao.